So, Boso, was ziehst du denn hier rauf? Hey, Boso! Was erkennst du auf diesem Bild hier? Ich will doch einfach nur. Ah! Ja? Ja? Das ist der Teufel! Oh! Blödsinn, das bin ich! Und ich bin dabei, ein Kind in der Not zu retten. Mann, du hast ja echt nicht alle Tassen im Schrank. Gut. Geh mal das dem Therapeuten sagen. Therapeut, ich bin auf der Weg. Ich bin auf der Weg, mein Freund. Mein Freund, der Therapeut. Was? Nein. Nein. Niemals. Never. You can't forget that. You can't forget that. Yeah. So, Therapeut. Therapeutchen. Therapeutchen. Boah, was müssen wir jetzt machen? Ich denke mal, wir könnten ja einfach mal versuchen, mit ihm zu reden Ich und das bräuchte noch eine Kartenspiel nochmal. Ja, Therapiesitzung. genau. Ja, genau, Schon das wieder? meine ich. Ja, Genau, na das gut. meine ich. Bringen wir es hinter uns. Okay. Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut, warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Schön. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Dort Das ich bin ich. Tja, zumindest kommen wir. Gut. Was erkennen Sie hierauf? Das ist ja Das furchtbar. ist ja furchtbar. Warum zeigen Sie mir das? Interessant. Können Sie mir sagen, warum Sie so dekotiert reagieren? Keine Ahnung. Vielleicht was mit Komplexen. Weil ich irgendwelche Komplexe habe, vielleicht. Ich meine, ja, ganz sicher. Ich habe ganz dolle Komplexe, die man unbedingt medikamentös behandeln muss. Es ist noch zu früh, um eine abschließende Diagnose zu stellen. Ein Bild haben wir ja noch. Ja. Oh Gott. Das ist der Teufel. Das ist der Teufel. Ein gut aussehender Teufel, zugegeben, aber nichtsdestotrotz. Der Teufel. Verstehe. Schade. Zwischenzeitlich dachte ich, Sie würden das hier ernst nehmen. Sehr schade. Hä? Haben wir nicht? Mann. Ich dachte, das geht jetzt. Was ist, wenn wir hier Babybose Keine zurückgeben? Sorge, ich passe auf deinen kleinen Bruder auf, solange du ausgenockt bist. Nein! Keine Panik. Ich kann gut mit Kindern. Ich werde ihm ein paar Tricks beibringen. Er kann mir zum Beispiel bei meinem Sägetrick assistieren. Nein! Ach komm, da kann nichts passieren. Baby Boso ist doch viel kleiner als du. So ist es. Ja. Können wir das der Mutter geben? Oh, Moment. Können wir ihm den Die Filz? Welt zu retten ist kein Baby. Haben wir schon probiert, glaube ich. Ich habe Baby Boso gerettet. Oh, Rufus, wie soll ich dir nur danken? Nicht doch. Ich habe das gern gemacht. Ach, du wärst so ein guter Vater. Sowohl für Baby Boso als auch für seinen großen Bruder und die Mama. Was? Okay, können wir die jetzt dem Opa geben? Ich habe Baby Boso gerettet. Danke, Junge. Aber du solltest dich lieber um Boso kümmern. Er ist im Moment das viel größere ja. Kann man es hier. Nee, kann man nicht. Können wir es zum Postboten geben? Oder einfach runterwerfen? Damit bin ich hier an der falschen Adresse. Ja. Komm, wir werfen es dem Nachbarn rüber. Braucht hier keiner. Diese Gruftis bekommen gar nichts von mir. Laut Generation. Ich nehme statt. Ja. Ich kann meine Sachen. Können wir es da hochwerfen? Ich kann später noch entscheiden, was ich mit nach Elysium nehme. Ah, ein Seitenschneider wäre nicht übel. Ja, ein Seitenschneider wäre gut.
Nicht, dass wieder dasselbe passiert wie das letzte Mal. Hier, brauchst du männlichen Arbeiter? Ich bin nicht interessiert an irgendwelchem Schnickschnack. Eine Teigtasche, aber solange ich... Das ist doch halt Aushilfe. Hm. Möchten Sie ein Baby aufhängen? Ah, wie ich sehe, sind Sie ein junger Familienvater. Was? Unsere Kinderabteilung befindet sich zwar noch im Aufbau, aber wir haben trotzdem schon jetzt eine große Auswahl für Frühaussteiger auf Lager. Ich empfehle die My First Rope Kollektion. Da wird der Strick aus garantiert hautschonender Schafwolle geknüpft. Okay. Schön. Können wir den Therapeuten... Haben Sie da ein... Ich weiß, das muss seltsam auf Sie wirken. Aber keine Sorge, es ist nicht von mir. Aha. Schön. Finger weg, die Antidepressiva. Mhm. Ding ist... Ich bräuchte... Na gut. Moment. Ach, ich... Nun, die gut... Kommen Sie gern... Nee. Ich muss hier... wieder zu Boso und ihn fragen, was der antworten würde. So. Hey Boso! Was erkennst du auf diesem Bildchen? Ja. Ich will doch einfach nur... Ah! Das ist der Teufel! Ja. Blödsinn, das bin ich. Und ich bin dabei, ein Kind in der Not zu retten. Mann, du hast ja echt nicht alle Tassen im Schrank. Die Fütterungszeit ist vorbei. Nicht, was? Dass er mir nochmal ausbüchst. Was? Okay. Ja, das Ding ist, wir haben nichts Neues schon gelernt, erfahren. Na gut. Wollen wir nach... Sie wollen den... Diesmal... Also... Weiß ich immer noch nicht. Zumindest kommen wir... Was... Ja? Das ist ja... Können Sie... Vielleicht was... Ich meine, ich... Es ist noch zu... Ein Bild... Das ist der Teufel. Ein guter, sehr Teufel. Schade. Zwischenzeitlich. Sehr schade. Was haben wir denn falsch gemacht? Vielleicht das? Die Welt. Nee. Hatte ich heute nicht schon genug Läuse im Mantel? Lodi, willst du ein Baby zum Mitnehmen? Den kleinen Racker lasse ich nicht mehr aus den Augen. Es sei denn, natürlich, jemand macht mir ein richtig gutes Tauschangebot. Vielleicht die Rebellen. Den kleinen Racker lasse ich nicht mehr aus den Augen. Es sei denn, natürlich, jemand macht mir ein richtig gutes Tauschangebot. Huhu! Ja? Das war... Lass mich rein. Hast du... Nein. Dank, entschuldigt. Unerhört. Und woher kennt er meinen Spitz? Moment. Können wir das Babyphone... Es ist gerade so spannend. Da möchte ich lieber... Es ist gerade so spannend. Da möchte ich... Echt jetzt? Rufus Antoni. Rufus Antoni. Rufus, du schon wieder? Weißt du immer noch nicht, wann der Bogen überspannt ist? Ja, wenn er reißt, oder? Betrachte ihn, Tony, over. Okay. Pass auf. Die Fütterungszeit nicht, dass er mir... Nee. So. Hast du da ein Baby in deinem Mantel? Das ist Bosos kleiner Bruder. Ich passe auf ihn auf. Du tust... Was? Sind seine Eltern denn übergeschnappt? Zufällig hält Mama Boso große Stücke auf mich. Sie hat mich quasi in ihre Familie aufgenommen. Okay, das akzeptiere ich als klares Ja. Schön. Bro. Rufus Antoni.
Rufus Antoni. Rufus, du schon wieder? Weißt du immer noch nicht, wann der Bogen überspannt ist? Ja, wenn er reißt, oder? Bedoni, over. Ja. So, hörst du mir da in... Warte, das war dumm. Merkst du selber, ne? Ich ziehe die Frage insgesamt zurück. So, jetzt, wo du... Hörst du mir da endlich helfen? Warte, das... Merkst du... Ich... Schön. Ja. Kannst du jetzt zum Tor kommen, um mich zu identifizieren? Nein, ich... Aber... Wenn du dich beschweren willst, sprich mit dir, ich bin besch... Den behalte ich lieber, er ist mir immerhin schon... Ach, es gibt Items, die kann man nicht tauschen, einfach. Okay. Ich habe es nicht nötig, Beweise. Immerhin stehe ich ja nicht... Ich bleibe dabei. Jedenfalls ein Vögelchen. Ich bleibe dabei. Jedenfalls... Was ist, wenn wir... das zeigen und danach das zeigen? Ach ja. Hey, Bozo. Was erkennst du auf diesem Bild hier? Lass mich doch bitte, bitte. Ah! Das ist ja furchtbar. Warum zeigst du mir das? Das ist doch eindeutig ein niedliches Vögelein. Mann, du bist ja wirklich total gestört. Und jetzt den hier. Hey, Bozo! Was erkennst du auf diesem Bild hier? Ich will doch einfach nur... Okay, das zeige ich mal. Das ist der Teufel! Blödsinn, das bin ich. Und ich bin dabei, ein Kind in der Not zu retten. Mann, du hast ja echt nicht alle Tassen im Schrank. Gut. Ach ja. Nein, diese außerdem könnte ich... Rufus. Rufus, weißt du immer noch nicht, wann... Ja, wenn er reist, oder? Betrachte ihn als gerissen. Tony, over. Ach, Mann. Besucht? Davon habe ich zwar auch... Der Brief ist an Bozo. Mein Liebst, ich wünschte, du Himmel, was für ein... Das gibt Abzüge. Na, jetzt der Dienst, genauer gesagt... Ich bin auf eine Organon-Landmine getreten und... Ja. In Liebe, dein Papa Bozo. P.S. Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ich glaube, dass er heimlich unser Bad benutzt. Zumindest habe ich Unterwäsche mit seinem Namen drauf oben auf dem Spülkasten gefunden. Okay. Almighty. Was soll denn das werden? Na, wonach sieht's denn aus? Ich gehe in den Pub. Mit deinen Stöpseln im Schlepptau? Das sind... Ja, und dann... Und? Bei Macy weiß ich es nicht. Ihre Leib... Oh. Ja. Ah. Na los, ihr kennt das. Schusch. Ging das eigentlich? Hatte ich heute nicht schon genug? Nee. Okay, hier. Ich könnte euch helfen, einen Job zu finden. Nicht nur in der gesamten... Da reicht mal... Wie jetzt? Wir hatten doch noch... Das wird ihr jämmerliches Siechtum. Ich kann meine Sachen immer... Es hat bereits einen Platz, denn es war... Es hat bereits einen Platz, denn es... Es hat bereits einen Platz, denn es war Teil meines... Ja. Es hat bereits einen Platz, denn es... Kurbel, Kurbel. Kann ich mir die Kurbel ausleihen? Ich dachte, du... Wenn du dich... Ja... Keine Kurbel zum Auswerfen da. Dann ist das Problem. Fehlt an diesem Wagenheber. Etwas zum Kurbeln. Und es müsste genau in diese Kurbelhalterung da passen.
Was könnte das nur sein? Das ist eine gute Frage. Das ist ein Brief, ja. Ich hätte da eine Hotzwehr wie wert. Es gibt doch nun die. Ach ja. Den hat man auch schon. Was soll ich? Ja. Ich mach mich, dann haben sie ihren. Also heißt das ich. Nein, um sich zu. Ja. Ja, ja. Das geht immer noch nicht. Ja, das wäre gemütlich. Da könnte ich direkt drauf ein. Und wo sollen wir dann. Was? So, links da. Und? Dann fragen wir. So, Rotzis, Schlafenszeit. Aber es ist dunkel und kalt. Mädchen Angst. Oh, ey. Neckerkatze24.de. Es ist dunkel und kalt, ja. Ja. Ja, 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 ja. Ich lasse es. Ich hab die geile Idee. Ich gebe euch mein Babyfon. Dann könnt ihr mich nicht nötig hier bleiben. Das ist nicht. Holt euch lieber noch mal eine. Hier und das deiner Duft. So, es wird Zeit, dass ihr auch mal ein bisschen Geld ins Haus bringt. Ich habe genau das richtige Jobangebot für euch. Aber Herr Rufus, Kinderarbeit ist doch verboten. Stimmt. Ja, wozu seid ihr denn überhaupt zu gebrauchen? Ja, blöde Frage. Zu nichts. Oh, Alter, wie hart. Wie hart. Ich bezweifle irgendwie. Mensch. Soll ich euch was vorlesen? Oh ja, vorlesen. Sehr freundlich, Herr Rufus, aber hier geht das nicht. Wir stehen bis zum Hals im Wasser. Wie, auch noch Ansprüche stellen oder was? Kein Wunder, dass eure Eltern euch ausgesetzt haben. Immer dieser Satz. Moment, was hatten wir denn bei ihm? Oh Gott! Stimmt. Nehmen Sie Haltung an, Soldat! Wir sind noch nicht. Nehmen Sie Haltung an, Soldat! Wir sind noch nicht fertig! Oh Gott! Etwas per Rohrpost zu versenden, bräuchte ich erst einmal eine dieser magischen Rohrpostkartuschen. Nehmen Sie also an, Soldat. Wir sind noch nicht fertig. Nein, sehen die mich doch. Nein, sehen die mich doch. Wir sind noch nicht fertig. Ja, hab ich. Wir sind noch nicht fertig. Ich dachte, lassen Sie denn gesehen, ne? Was tun Sie denn da? Entschuldigung, ich dachte, ich hätte lassen Sie denn und wir sind noch nicht. Was tun Sie denn da? Ich dachte, lassen Sie denn, wir sind noch nicht fertig. Alter, Ohrenkrebs. Gott, ich bin richtig hart erschrocken dort. Schön. So, hier hatten wir ein bisschen Bilderkunde mit Boso. Ich bin erstaunt, dass das mit dem Therapeuten nicht funktioniert hat. Ich bin mir nicht sicher, was wir dann noch machen müssen, dass das funktioniert mit diesen dummen Bildern hier. Meine Güte. Ist ja unglaublich, unfassbar. Ja, doof. Aber finden wir schon noch heraus. Und richtig erschrocken werden vom Organon ist ja nichts Neues. Schön. Ich hoffe, wir finden all das in der nächsten Folge raus. Dankeschön fürs Zugucken und bis gleich. Ciao!